Hallo Leute und willkommen beim Sparmac. Schaut mal, was wir hier Cooles haben. Wir wissen leider noch nicht, wann dieses Video hier online gehen kann, ja, aber darf. Von uns aus gesehen befinden wir uns über eine Woche vor dem Launch der neuen Pixel 7 sehr und exklusiv. Pixel 7 Pro. Und wir konnten die Geräte schon mal anschauen, ein bisschen ausprobieren. Das Problem ist jetzt, dass wir noch nicht hundertprozentig exakt die technischen Daten und alles wissen. Aber ein paar Dinge sind uns schon aufgefallen. Die wollen wir euch jetzt hier in diesem Video präsentieren. Jetzt wollen wir sie aber zuerst mal auspacken, denn ihr seht ja, wir haben hier schon die Retail-Verpackungen da. Natürlich nur in der schwarzen Farbe, aber da kann man schon einiges erkennen. Wie heißt denn schwarz dieses Jahr? Hier steht es drauf, Obsidian. Was? Nicht Very Black oder sowas? Obsidian. Oder? Das steht Obsidian. Vielleicht kommt das ja noch, aber sieht auf jeden Fall anders aus als letztes Jahr, die Schwarz. Ich glaube, das war keine Black. Nee, das war ja irgendwie so. Das war keine Black auf jeden Fall. Ich bin ja schon hin und weg, dass wir haben noch nicht reingeguckt. Also, doch, haben wir. Ja, wir haben so ein bisschen reingeguckt, aber wir haben noch nicht wirklich damit rumgespielt. Weil wir, das ist das sehr schön, kann man ja vielleicht aus dem Leckkästchen plaudern, während wir jetzt hier sitzen, in, keine Ahnung, Drei Stunden ist erst das Google NDA Pressebriefing, wo wir dann die finalen Daten kriegen. Aber wir haben jetzt hier die Wahl, da haben wir aber die Geräte nicht mehr. Ja. Hier haben wir schon die Geräte und ich grinse wieder wie ein Honigkuchenpferd und freue mich sehr. Vor allem, wir wollen ja auch zusammen mal so ein erstes... Ja, dass wir mal was zusammen... So, was wir jetzt erstmal machen, liebes Volte, lass uns die guten Stücke auspacken. Ja. Wobei, da muss ich noch eine wichtige Sache zu sagen. Preise sind, was uns gesagt wurde, unverändert. Fest. Unverändert. Ja. 6,49 für das Pixel 7, 8,99 für das Pro. Und für jeweils 100 Euro mehr sollt ihr doppelten Speicher bekommen. Ob das dann auch so zu uns kommt, keine Gewähr, aber großes Lob an Google. Und es gibt wieder Vorbestelleraktionen. Zum Pixel 7 bekommt ihr die Buds Pro mit dazu. Und zum Pro bekommt ihr sogar die neue Watch mit dazu. Ja, die neue Pixel Watch, wie sie halt einfach nur heißt. Und wir wissen auch nicht, ja, genau, geht jetzt, also vorgestellt werden die ja offiziell am 6.10. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon mit jede Menge Sachen bombardiert. Willst du es auspacken oder soll ich nur halten? Wir packen es jetzt aus. Dann geht es eine Woche darauf in den Handel, das wäre dann der 13. Und bis 17. gilt dann auch noch die Vorbestelleraktion. Genau, wann dieses Video hier kommt, das weiß noch Gott. Aber jetzt habt ihr die Daten. So. Kein Tamtam, keine Fanfare, nichts, einfach herzlos. Nö, weil da muss ich jetzt sagen, ist es ja exakt wie letztes Jahr. Also hier, das Pixel liegt oben auf mit dieser... Da ist doch eindeutig schon frischer Staub drauf. Ja, das ist doch. Ich habe mir doch echt Mühe gegeben. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ihr habt das eben in schönster Handarbeit nochmal zusammengepackt. Ich habe extra nicht drauf geguckt. Der Lieferumfang, da hat sich wirklich nichts getan, wenn wir uns das hier mal anschauen. Wir haben nach wie vor diesen Adapter von USB-C auf Normal-USB zur Dateiübertragung. Wir haben nach wie vor ein USB-C auf USB-C-Kabel. Ist, glaube ich, wirklich das gleiche wie letztes Jahr. Ja, ohne Netzteil natürlich. Wieso sollte das auch mit dabei sein? Das brauchen wir nicht. Wir retten den Planeten. Und dann hier diese Box. Sehr dicke Karte. Ach, guck mal. SIM-Kartentool bei Google. Toll. Hier oben ist kein Aufkleber. Hier ist nichts mehr drin. Und Gummipunkte an Google. Keine rumliegenden 1000 Sprachzettel, sondern ein kleines Handbuch. Das ist alles fest zusammengeklebt. Könnte aber auch ein bisschen kleiner sein. So, wollen wir. Ach so, gleichzeitig. Willst du das mal gucken? Ja? 3, 2, 1. Ja, wie halt immer so ist bei diesen Papierdingern. Gut, so. Aber muss man sagen, die Kollegen von Spanien, die hatten die Geräte schon in der Hand. Das heißt, die sind jetzt hier schon angeschaltet und zu unserem Glück natürlich einmal eingerichtet. Ja. Zumindest so ein bisschen. Was ich sagen muss, also ich hatte beide ja eben schon mal kurz in der Hand. Gefühlt hat sich nicht wirklich was verändert. Null. Beim Pro ganz, also ganz wenig. Beim kleineren Pixel 7 fällt auf, dass das Display, ich glaube jetzt 6,31 Zoll, 3, also 2. minimal kleiner. Richtiger Unterschied. Genau. Auch so die Auflösung, nicht die Auflösung, sondern die Abmessungen sind hier ein bisschen. Es ist ein Stückchen kompakter. Ja. Wenn man sich das Ding in die Hand nimmt, fällt da nicht wirklich was auf. Nein. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ja. Ansonsten, meiner Meinung nach, Faultier, die große Neuerung, das, worauf ich mich am meisten freue, ist hier der neue Prozessor. Der Tensor G2. 2. Ich sag mal, die Vorgänger waren ja schon sehr, sehr gut. Das erste Mal mit Google eigenem Prozessor. Aber da gab es schon noch viel Luft nach oben, was das Thema Effizienz angeht. Ja. Die Performance war nie das Problem. Kamera, Geschwindigkeit in der Kamera. Und da haben wir jetzt, glaube ich, beide große Hoffnungen, oder? Das ist ja gerade das, wo wir hier ein bisschen stehen. In 3 Stunden wissen wir dann hoffentlich auch zum Prozessor ein bisschen mehr. Der Tensor 1 musste sich ja ein bisschen nachsagen lassen, dass er nur ein leicht umgebauter Exynos von Samsung war. Ja. Gucken wir mal, was da jetzt dieses Jahr ist. Und vor allem... das wäre jetzt mein Punkt gewesen, wo ich mich jetzt als erstes gleich noch mit drauf gestürzt hätte, die Kamera und dann unter schwierigen Lichtbedingungen, wenn das Ding dann verarbeiten muss. Genau, weil das ist ja das, was bei Google hoffentlich schneller geworden ist, mit dem eigenen Chip jetzt im zweiten Versuch, die Bildbearbeitung. Genau. Was ich euch sagen kann, kameratechnisch hat sich auf dem Papier
wirklich nicht viel getan. Also die Frontkamera, das sind jetzt irgendwie 10,8 statt 11,1 Megapixel. Mal schauen, ob die wirklich besser geworden ist. Auf der Rückseite haben wir beim Pro nach wie vor dieses Triple-Setup aus Hauptkamera, Weitwinkelkamera und Telesumlinse. Oh, wie viel, wenn wie ich viel jetzt reingehe, genau. Fünffach. Fünffach. Nicht mehr vierfach. Mhm. Mal schauen, was uns Google da jetzt dann bestätigt oder auch nicht. Beim normalen Pixel 7 habt ihr keine Telesumlinse, allerdings halt dann die gleiche Haupt- und Weitwinkelkamera wie beim Pro. Das waren das 50 Megapixel. Genau, 50 und 12. Ja. Aber auch hier erhoffen wir uns halt am meisten vom Prozessor, also was da etwaige Verbesserungen angeht, auch vom Bildprozessor und so weiter. Hier haben wir nach wie vor den 5000 mAh starken Akku. Beim Thema Fast Charging, wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich auch nichts getan. Auch hier habe ich die große Hoffnung, dass sich mit dem Prozessor einiges tut. Und was ich noch erwähnen wollte, so Thema Design, diese dunkle Farbe, dieses Obsidian, ist jetzt tatsächlich deutlich dunkler als letztes Jahr, aber ich glaube, man kann es schon sehen. Hast du schon Fingerabdrücke? Genau, es ist nach wie vor normales Glas bei beiden, also hier beim Pro-Modell kein mattes Glas, hatte ich ja gehofft, ist nicht gekommen. Hier haben wir allerdings den Alurahmen glänzend und beim normalen ist er matt. Ich habe jetzt gerade mit der Kamera rumgespielt, in kompletten Dunkelnummern. Ja, brauche immer noch ein paar Sekunden, um das zu belichten. Das normale Zeug ist aber zack, zack, zack da. Und was Schönes, Videoaufnahmen, 4K 60 Rückseite und 4K 60 Frontkamera auch möglich. Zumindest beim Kleinen, dann wird das ja, oh, vielleicht kann das, ja, wobei haben Hauptkameras und Prozessoren sind ja gleich, da dürfte dann auch kein 8K beim Großen dann irgendwie aufpoppen. Zusammengefasst finde ich, kann man sagen, designtechnisch keine große Veränderung. Nein. Allerdings, ich bin mal auf die anderen Farben gespannt. Also da gibt es ja noch, vielleicht ist da ja was Mattes mit dabei. Was soll es geben? Nochmal ein Weißes und dann wieder sowas Grünes? Oder was sagen die Leaks? Ich war null Plan, was viel Farben zu viel kommen und könnte. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil dann doch wieder was anderes kommt. Aber was mir gefällt, ist den Rahmen haben sie nochmal, also diesen Kamerabalken haben sie nochmal so ein bisschen verfeinert. Finde ich, sieht jetzt echt edel und gut aus. Und guck mal hier. Weil das die anderen sich ja immer gefallen lassen müssen, wenn die Kameras rausstehen und dann wackelt das Gerät aus dem Tisch. Cool. So nicht. Das ist ein Riesenvorteil von den Pixeln. Ansonsten müssen wir die Geräte halt jetzt testen. Also das alles, was das ist doch hier unser ausführlicher Testbericht. So, was gefällt dir? Ich sag Performance. Warte, ich hole den Bingo-Zettel. Nee, also wie gesagt, es klingt jetzt alles gut. Die Preise finde ich gut, dass die nicht gestiegen sind, aber. Ich hoffe halt jetzt wirklich, dass durch den Prozessor die Akkulaufzeit signifikant nochmal besser geworden ist. Ich hoffe, dass wir bei der Kamera nochmal Verbesserungen. Mal schauen, ob der Zoom dann vielleicht tatsächlich besser ist als letztes Jahr. Und beim Rest, glaube ich, sind wir hier eher so ein bisschen Evolution statt Revolution. Was wir jetzt nicht aufgezählt haben, Thema IP-Zertifizierung, Thema Lautsprecher, Thema USB-C 3.1. Das ist alles halt wie letztes Jahr, auch was die Fingerabdrucksensoren angeht. Ja, und ich würde sagen, alles weitere, liebes Faultier, dann in unserem Erfahrungsbericht, Vor allem bin ich jetzt gespannt, die Pixel Buds Pro hatten wir ja beide schon einen Test. Ich bin jetzt gespannt sehr, was die Uhr kann und die Kombinationen, was da dann am ehesten rocken wird von. Und ansonsten bin ich da voll auf Franz Seite. Das wird ja alles vom Prozessor und dem Akku abhängen, wie die Dinger so abschneiden, weil machen wir uns nichts vor. Updates softwaremäßig von Google, das wird alles wieder problemlos laufen. Die Performance wird auch sehr wahrscheinlich rocken. Mit der Frage bei der Fotoverarbeitung, wie lange es da dann dauern wird. Und es ist im Endeffekt die Frage, ne, was ist jetzt wirklich bei diesem neuen Tensor wirklich so das neue, tolle, geile? Oder was gibt es hier noch an zusätzlichen Funktionen, die Google gleich und in einer Woche dann offiziell allen Menschen vorstellen wird? Ich freue mich aber, das ist, muss man ja auch Google mal loben. Preise sind gleich geblieben und vor allem, dass Google nach wie vor coole Vorbestelleraktion. Ja, dass sie noch Pixel-Smartphones bauen, dass sie das echt durchgezogen haben. Ne? Das läuft mittlerweile echt gut. Ja, also, die Dinger werden ja trotzdem verkauft. Ich glaube zwar nach wie vor, dass das noch ein bisschen Hobby für Google ist. Ja, aber. Aber Hobby, was cooles sich Hobby. Auch. Ja, genau das. Ne? Genau. In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Kurzer, schöner erster Eindruck mit Unboxing. Gib mal das Pro, ich habe die ganze Zeit nur das normale. Alles weitere dann in unserem Review/Erfahrungsbericht. Lasst uns da gerne schon mal wissen. Das Große ist gerade, spricht mich gerade echt an. Oh, das hätte jetzt, glaube ich, niemals gedacht. Doch, fühlt sich auch irgendwie leichter an. Ja, weil es halt größer und dünner ist. Ja, so wie ich. Das war letztes Jahr. Ich habe schon so totales Déjà-vu. Ich muss dieses Video hier jetzt beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.